Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sport Total wird präsentiert von Kick. Dann gehen wir rein. Borussia Mönchengladbach komplett in weiß. Von links nach rechts. Weinberg in gelb von rechts nach links. Mit dem ersten Ballgewinn. Und vielleicht dem ersten Abschluss im Strafraum. Sina links direkt gefordert. Ein Haken, der reicht aber nicht. Aber gut, setzt Anna Hofrichter da. Maren Haberecker ein, der Schuss dann etwas zu umplatziert. Aber ein erster Versuch. Flanke kommt gut und der Kopfball landet knapp über dem Kasten. Schöne Gelegenheit. Wie so oft hilft ein Standard dabei, Gefahr zu entfalten. Erste Abwehrkette überspielt. Tichelkamp setzt sich durch. Aber der Ball landet in den Händen von Franziska Glaser. Und mit viel gutem Willen kann man das schon als Torabschluss betiteln. Aber auch hier zeigt sich, Gladbach findet einfach nicht eine Spielerin vom Sportverein im Strafraum. Ball landet aber letztendlich noch am Fuß von Lisa Wich. Will nicht kontrollieren. Rechte Seite, Flanke vors Tor. Und der Kopfball scheitert dann an Tina Links, die wieder auf dem Posten ist. Tina Links hält hier das Unentschieden fest. Und wieder ist es eine Flanke, wieder ist es ein Kopfball. Jetzt auf der Gegenseite, vielleicht die Seite mal wechseln. Da ist viel Raum, genau da muss er hin. Und der Ball wieder vors Tor. Und die erste Chance landet im Kasten in der zweiten Hälfte. 1:0 SV Weinberg. Und das war auch mit Abstand der beste vorgetragene Angriff in dieser Partie. Der SVW macht's gut, überbrückt das Mittelfeld schnell und dann das hervorragende Auge. Ja, eine gefährliche Ecke. Also die Flankenbälle alle. Nächste Gelegenheit. Und der Kopfball wieder geblockt. Zweite Möglichkeit auf den zweiten Pfosten. Weinberg drückt jetzt richtig und verdient sich die Führung immer mehr. Die Partie gekommen ist. Und erster Ballverlust direkt wieder. Haberecker legt den rüber. Abschlusschance. Viel Kontakt im Strafraum da an Solveig Schlitter, die sich dann direkt mal bei der Schiedsrichterin beschwert. Sie trifft den Ball zwar, aber wird gezogen. Da kann ich den Ärger verstehen. Seitenwechsel jetzt vom SV Weinberg. Und gute Gelegenheit. Links muss dann gar nicht zupacken, aber die Situation wieder mal gefährlich. Viel Geschiebe und dann die Chance. Aber die Fahne ist oben. Da war ich selbst ein bisschen überrascht. Und plötzlich
steht Emily Tischelkamp ganz alleine vor Franziska Glaser. Guter Haken jetzt mal von Corres. Schickt den Ball in die Tiefe. Aber Tischelkamp findet keinen Abnehmer. Und da war sie. Die große Chance aus dem Nichts für Borussia Mönchengladbach. Und der Haken dann zu spät. Aber Tischelkamp. Und sie scheitert wieder vorm Kasten. Ball vor den Kasten. Kopfball noch nicht geklärt. Letzter Abschluss. Landet über der Latte. Und damit endet diese Partie mit einem 1:0-Sieg. Hier oben geht's zum neuen Video. Hier unten geht's zur Highlight-Playlist. Und abonnieren nicht vergessen.